Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Blog. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt, in dem auch eine meiner Klientinnen anwesend war. Die Frau hat vor vielen, vielen Jahren ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten und meine Aufgabe war es, sie wieder in den Arbeitsprozess auf dem ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Das Spannende ist, bei vielen Schädelhirnverletzten, sie haben nicht immer sichtbare Unfallfolgen, sondern die Unfallfolgen liegen mehr auf der kognitiven Ebene, also alles, was so Arbeitsgedächtnis, Handlungsplanung, sprich Verarbeitung von Informationen betrifft. Und in diesem Gespräch mit der potenziellen Arbeitgeberin, das dann nach 30 Minuten endete, erklärte mir die Arbeitgeberin: Ja, ich habe im Bekanntenkreis jemanden gehabt, der hat ein Schädel-Hirntrauma gehabt und ich weiß genau, wo es lang geht und so weiter und so weiter. Und sie erklärte mir dann, wo wir Anträge zu stellen hätten und. Ich habe mich dann kurz per Augenkontakt mit meiner langjährigen Klientin ausgetauscht und wir haben das Gespräch abgebrochen. Ich finde letztendlich also, dass vielleicht man etwas vorsichtig sein sollte, wenn man nicht gerade vom Fach ist, wenn es um Schädel-Hirn-Verletzungen geht, solche Äußerungen zu machen und sich so gegenüber potenziellen oder auch wirklich tatsächlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu verhalten. Denn Reha-Managerinnen sind Arbeitgeber nicht oder Arbeitgeberinnen nicht, sondern sie dürfen sich gerne beraten lassen. Und man kann nicht jeden Fall über einen Kamm scheren. In der Nachbesprechung mit meiner Klientin kam dann auch noch raus, dass sie sagte, die war mir so unsympathisch, ich wollte mit der so oder so nicht zusammenarbeiten und bin froh, dass dieser Termin ganz schnell vorbei ist. So, das war es jetzt hier erstmal aus dem Reha-Blog. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Sendung. Tschüss!